Hallo Leute, heute mache ich zum ersten Mal Nägel drauf. Also ich habe mir so welche von Kaufland gekauft. Ich kann auch nicht von die süßen, deswegen mache ich mir die jetzt drauf. Und ich nehme euch dabei mit, weil ich keinen Plan habe, wie das geht. Okay, wir machen jetzt erstmal auf. Los geht's, wir machen die jetzt erstmal auf. Wow. Also so sieht das Ganze aus. Wunderbar. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier meine Nägel irgendwie vorher schneiden sollte oder nicht, aber ich lasse sie jetzt einfach so, weil es mir sonst zu viel Aufwand. Hier ist der schöne Kleber. Was ist das denn für einer? Geht irgendwie auf? Muss ich das hochziehen? Ach so, ich denke mal, ich muss dann das hier so abknicken. Ja, machen wir gleich. So, jetzt die Nägel. Das war nicht so geplant. Scheiße, egal. Wir gucken jetzt erstmal, was wo drauf passt. Der passt auf meinen Daumen. Das ist der Hammer. Oh mein Gott, wo ist denn jetzt der andere davon? Scheiße. Ich bin so dumm. Der passt auf meinen Mittelfinger. Scheiße, wie notiere ich das denn jetzt? Also hier ist der Daumen, hier ist der Zeigefinger, dann ist hier der Mittelfinger. Ach, da steht eine Zahl drin. Wie schlau. Ich liebe Menschen. Ich mache das jetzt auch so. Ich bin so überfordert. Also ich habe jetzt gerade erstmal alle ausgeschüttet. Also ich weiß, man sieht jetzt den Tisch gerade nicht, aber muss man ja auch noch nicht sehen. Und ja, ich sortiere jetzt erstmal, weil ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass hier Zahlen hinten drin stehen. Und jetzt muss ich erstmal die 3 finden. Das ist die 2, das ist zu groß. Das ist die 1, das ist noch größer. Das ist eine 0. Es gibt ja auch noch eine. Warum gibt es denn. Warum machen die denn nicht einfach ab 0 und machen dann eine Zahl mehr ab 1 und machen dann einfach eine Zahl mehr, anstatt die da ab 0 machen? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist wieder eine 3. Das passt, das ist der Hammer. Okay. Haben jetzt hier zweimal die 3. So, das sind die Daumen. Ich lege die mir hier hin. So, das hier ist der Mittelfinger gewesen. Der Mittelfinger ist 5. Ich bin so überfordert. Das ist 4. Das brauche ich vielleicht noch. Das ist auch 4. Das ist 2. Was, welche Nummer war es nochmal? 5. Ich bin so überfordert. Das ist eine 4. Was hat die Nummer? Ich bin so voll. 5. Okay, hä? Habe ich jetzt dreimal die 4 hier oder was? Sieht aber auch nicht aus wie eine 4. Das sieht aus wie eine falsche Gruppe 4. Hä? Ich bin so überfordert. Oder ist das eine andere Zahl? Ich weiß es nicht. Ist egal. Das sieht zu groß aus. Das ist auch zu groß. Sehr interessant. 5. Okay, wir haben jetzt schon die beiden Daumen und die beiden Mittelfinger. So, jetzt muss ich gucken, wieder, was ich für den Zeigefinger brauche. Passt. Ach. Das ist eine 7. Das ist gar keine 4 gewesen. Ich habe mich schon gefragt, warum das eine hier kleiner ist als das andere. Ich bin so dumm, ne? Oh mein Gott, das ist aber so eine richtig hässliche 7. Das ist so. Das sieht aus wie so eine kaputte 4. Das sieht so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ist ja auch egal. So, also haben wir jetzt Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Jetzt noch Ringfinger und genau. Passt, oder? Passt. 8. Ich bin so überfordert. 9. 8. Der Hammer. Okay, jetzt noch den kleinen Finger. Super, das ist die 11. Der Hammer. Wir haben die Nägel zusammen. So, ich mache jetzt einfach hier ist ja eine Nagelfeile dabei. Und damit die nicht umsonst dabei ist, mache ich jetzt einfach hier so ein bisschen so hier so abfeilen. Oh mein Gott, die ist ja jetzt schon kaputt gegangen. Ach du Scheiße. Okay, schade. Oh mein Gott. Seht ihr das? Was ist das? Ich mache jetzt so ein bisschen an der Seite, damit man das nicht so sieht. So, wisst ihr? Das filmen wir jetzt nicht. I can't say ya. Rede ruhig. Also, ich habe jetzt hier diese Sticker gefunden.
diese Sticker. Ich habe hier diese Sticker gefunden. Und ich mache es lieber damit als damit, weil aus Prinzip. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall mache ich jetzt erst diese Hand, weil ich Lust habe. Okay, welche Nummer war es nochmal? 3. Jetzt nehme ich hier die Nummer 3. Sei mal ein bisschen leise. Ja, rede einfach so. Muss man jetzt hier nochmal was abziehen oder bin ich behindert? Beides. Muss man hier nochmal was abziehen? Ich bin voll überfordert. Sind die nur so für 10 Minuten, die Nägel, oder warum? Ah, nee, alles gut. Nix. I can't say I. Der erste Daumen ist fertig. Das geht ruhig weiter. Also ich weiß nicht, was jetzt gerade noch drauf war, aber ich habe mir jetzt gerade schon den Daumennagel drauf gemacht. Und jetzt mache ich weiter mit dem Zeigefinger. Genau. Ja. Welche Nummer ist das? Die passt mir nicht. Die ist zu klein. Die komische 7. Doch, ich habe die gerade probiert. Warum flüsterst du? Die passt dir nicht. Ich so, die ist mir zu klein. Da passt ja sogar ich rein. Ja, los, Ellie. Oh mein Gott, das ist doch nicht die 7. Das hier ist die. Puh. Das hier ist die. Wenn die jetzt bezahlen, oder? Und ich mach grad ein Video. Die 7 war nicht so der Hammer. Nicht so der Burner. Die macht sie halt immer am Brot. Die sitzt jetzt und macht sie immer am Brot. Ja, ich bin immer noch ein bisschen überfordert damit, aber ich glaube mittlerweile geht's. Nein, es geht nicht. Boah, hä? Warum geht das denn nicht? Klebt doch, hä? Klebt doch. Wow. Der Hammer. Ich habe schon 2 Nägel. Oh mein Gott. Der Hammer. Ich bin begeistert. Du auch? Sag mal ja. Oh mein Gott. 5. Hat der Hund jetzt gerade gerülpst? Das ist auch gehört, oder? So, das sind jetzt 3 Nägel. Schon wieder ausgegangen. Also ich weiß jetzt gerade schon wieder nicht, wann das ausgegangen ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon 3 Finger fertig. Und jetzt mache ich weiter mit dem Ringfinger. Ja! Das ist die Nummer... Scheiße, ich würde hier so ein Scheiße sagen. Scheiße gesagt. Das ist die Nummer 8. Oh, Junge! Hund, geh bitte. Was ist da? Ja, das stinkt halt mit. Das war mein Fuß. Hast du jetzt erschrocken? Was weißt du denn, was das war? Ne, bin du schon was. Ich hoffe, man hat das gehört. Das bleibt drin. Ach du Scheiße. Was hast du? Mann, ich krieg das Folie hier nicht ab. Und du glaubst mit den... Nee, dann kannst du dich nachher besser bewegen. Mit welchen? Drauf hast. Ich meine, ja, kannst du dann besser damit umgehen. Ja, natürlich, immer. Dann kannst du wahrscheinlich gar nichts mehr. Versuch mal, in WhatsApp zu schreiben mit den Dingern, ne? Geht doch. Mhm. Mach ich so. Spaß, Leute. Okay, Leute, ich habe jetzt schon 4 Finger auf der Hand fertig. Auf der anderen Hand. Insgesamt jetzt 4 Finger fertig. Und jetzt kommt noch der kleine Finger. Was ist der? Ich glaube, das ist 11. Dann war es doch ein Donner oder was? Was denn? Ich will nicht, dass es donnert. Leute, die Hand ist fertig. Oh mein Gott, das sieht so fancy aus. Frisch vom Nagelstudio. Frisch vom Nagelstudio. Nee, nicht. Frisch vom... Ach, halt so. Sei leise. Okay, jetzt kommt die nächste Hand. Meine Mutter ist davon überzeugt, dass es jetzt lustig wird, weil ich die Folie davon nicht mehr abkriege. Aber ich habe es jetzt gerade auch hingekriegt, deswegen wird es jetzt einfach nicht lustig. 1, 2, 3.
Das ist nicht witzig. Ich habe den Kleber schon drauf gekriegt. Meine Mutter mag keine Nägel. Deswegen ist sie überhaupt nicht überzeugt davon. Ich wollte schon immer welche haben. Weil. Darum. Meine Mutter hat so. Nicht essen, nicht essen. Ich hab sie eben blind. Ich wirf mal dem Hund was auf den Boden, was der essen soll, ne? Der braucht 10 Jahre, um das zu suchen, um das zu finden. Sorry. Du hast gesehen, das war so einfach. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie lange so eine Kacke hält. Ich glaube nicht, dass es beim Duschen hält, weil ich kann eigentlich gerade nur gleich nur duschen gehen. Ich bin so doof. Da musst du mir gleich die Haare waschen. Zeig mir die in die Kamera. Jetzt haben meine Finger noch länger als vorher. Ach du Scheiße. Sie haben meine Finger jetzt noch länger als vorher. Meine auch. Ist okay, danke. Ich bin ja lecker Puppels. Ich hab dir zugehört. Das ist ja lecker Puppels. Puppels. Ja, ein Puppels. Das hat sich angehört wie ein Puppels. Nur ein Puppels, ey. Puppels. Deutsches Name. Puppels. Krass, auch wenn du uns sagst. Wenn du ja vom Puppel schwärmst, du weißt nicht. Ich hab Puppels gesagt. Ich weiß das, ich hab das mitgekriegt. Wir lästern gerade über Eurovision Song Contest. Lena hat uns gerade erzählt, er hat das irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen googeln wir das gerade, dass irgendwie Deutschland 0 Punkte bekommen hat. Ja, deswegen guckt ihr jetzt gerade und ich weiß nicht, welches Lied ihr meint, deswegen will ich uns das gleich zeigen und dann machen wir auch wieder aus. Was machst du da? Meine Mutter guckt so. Kurz Nacken verrenkt. I'm not your toy. Not your toy. Ich fall auch immer jetzt davon. Scheiße, ich hab das gerade gesungen, weil die meinte irgendein komisches Lied und ich finde das hier komisch. Wenn ich sie sage, mach wie so ein Huhn, Alter. Und dann habe ich das gesungen und jetzt habe ich ein Ohrwurm davon. Nein, das stimmt nicht. Das Halbfinale ist jetzt am 22., oder? Keine Ahnung. Also das Nein, das stimmte nicht. Das denke ich, also hier steht nichts darüber. Ich habe gegoogelt. Und jetzt suchen wir das Lied. Normalerweise Menschen so machen mit den Nägeln, das sieht einfach so symmetrisch aus, aber meine Finger sind einfach komplett schief. Guck mal, wie schief das ist. Oh, Licht ist ausgegangen! Patrice L.A. Patrice L.A. I'm not your toy. Not your toy. Oh, super boy. Okay, das ist der erste Finger. Also, meine Nägel sind fertig. Ich von Mayonnaise. Was, Mayonnaise? Hast du gerade gesagt? Also, meine Nägel ist fertig. Sie ist angehört. Das habe ich gerade gesagt, aber so. Also, meine Nägel sind fertig. Was sind meine Nägel? Ich glaube nicht, dass die lange halten. Ich kann gar nicht versuchen, damit duschen zu gehen. Meine Mutter ist fertig mit der Welt. Die filmiert ja hier in Verband, deswegen macht die so. Okay. Nachdenken. Meine Mutter sitzt am Gelungen so. Ich habe jedenfalls meine Nägel jetzt fertig. Ich glaube nicht, dass sie lange halten. Aber ich glaube, das war auch nicht mein Plan, weil wegen Training und so. Also es ist nicht so praktisch. Und ich habe das im Auge, das ist auch nicht so praktisch. Die so. Von meiner Mama, ne? Ich versuche jetzt noch mal eine WhatsApp zu schreiben, weil das ist, hört sich so lustig an, sagt meine Mutter. Lena, du bist hübsch. Hässlich. Oh, du bist Hässlichkeit, habe ich auch so hingeschrieben. Du bist hässlich.
Schon wieder, scheiße. Ich weiß nicht, was das ist, aber ist egal. Aber Höslich, Alter, ich kann nicht mehr. Hässlich. Ich hab gesagt, das geht damit nicht. Das geht nicht. Hässlichkeit, Hässlocks. Hässlocks. Nicht. Hüsslicks. Hüsslicks. Ja, ich glaube, das ist links. Das ist so Zauberspruch. Hüsslicks. Ich weiß, warte, ich weiß nicht, ob man das gesehen. Der Hammer. Ja, und jetzt erstmal. Keine Werbung. Auf der Seite steht der Name auch drauf. Das war's mit Me to Peace Out.